Hallöchen und willkommen in der, denke ich, mittlerweile 10. Aufnahme von Minecraft. Und ja, ich warte jetzt eigentlich noch ein bisschen drauf, dass wir hier das Eisen fertig bekommen. Essen. Wir müssen auf jeden Fall Essen besorgen. Das wird heute wohl das Wichtigste werden in der Aufnahme. Und ja, wie ist denn das eigentlich unten mit den Kühen? Wir brauchen ja dann noch eine andere Kuh. Jetzt haben wir natürlich keinen Weizen mehr. So. Damit die sich dann wieder fortpflanzen oder wie läuft das ab? Ach. Zwei Stück gleich. Ey Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Geht die Aufnahme jetzt hier schon wieder so los? Verbrennen, was? Wollte schon sagen, brennt da gar nicht, ey. So, naja. Liebes Schwein. Ich werde an dich denken, wenn ich dich verspeise. So. Na, immerhin zwei Fleisch. Und ich würde sagen, wir werden hier mal noch eine kleine... Da hinten schwimmt noch so ein Verbrecher. Wir werden hier auf jeden Fall erstmal jetzt ein paar Bäume noch wegmachen. Auf jeden Fall den hier. Der stört nämlich sehr exklusiv. So. Und in den nächsten Folgen werde ich dann auch überlegen, ob ich eventuell ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lasse. Ist ja dann doch mal ein bisschen angenehmer, wenn man auch mal nur nicht so viel reden muss, wenn man auch einfach mal nur die Musik anhat. Finde ich eigentlich auch sehr angenehm. Ich muss nur ein bisschen was finden, die kleine Playlist zusammenstellen und so weiter. Ihr wisst ja schon, wie das geht, wie das funktioniert. Wegen dem Tor habe ich jetzt immer noch nicht geguckt. Wird jetzt auch wohl erstmal nicht nötig sein, denke ich mal. Und ein paar Äpfel hätte ich halt gern noch. Und in dieser Folge werden wir auf keinen Fall in die Höhle runtergehen. Die sind ja so oberfies. Da unten, das ist... Nee, das... Komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Dass die so aggressiv sind. Weil die kamen ja da von mehreren Seiten. War schon ganz schön Wahnsinn. Machen wir hier ja halt wieder ein bisschen forstmäßige Sachen. Ein paar Bäumchen wieder aufstellen. Mal sehen, wie die wachsen. Auf jeden Fall mal eins weiter nach drüben. Dass man hier auch noch die Möglichkeit hat, lang zu laufen. Das war ja schon ziemlich zugewuchert. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch wieder Holz, ne? Aber können ja auch ruhig mal ein paar größere Bäume wachsen. Gibt es dafür eigentlich eine Mod, dass größere Bäume wachsen? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt haben wir drei große Kühe. Der Baum stört mich auch noch hier. Jetzt kriegt man ja eigentlich wieder welche vermehren. Wenn man Weizen hätte, würde das gehen. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier schon wieder nur einen Apfel bekommen, oder? Die Bäume nehmen es uns übel. Also Holz auf einer Insel ist wirklich echt Mangelware. Wir müssen deswegen stetig hier. Wir können dann nicht, wenn wir es wirklich brauchen, erst anfangen, dann das Holz zu machen. Ich habe es halt lieber gern schon fertig, dass man das dann
ganz schnell immer wieder da haben. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das so mache. Ich finde es halt besser so. Und hier können wir auch mal ein bisschen Licht reinlassen. Nicht, dass man das hier dauernd die Skelette und was weiß ich nicht drunter spawnen. Stellen wir mal lieber einen hier noch auf die Ecke. So. Hier noch einen hin. Und der kommt weg, der ist mir zu tief. Ist immer blöd mit vorbeilaufen. Stellen wir lieber noch einen dahinter hin. So. Schön ans Wasser. Ne? So. Oh, welch seltener Anblick. Da hinten ist noch ein Schwein, das werden wir uns gleich noch holen. Tja, das Gatter. Soll ich es denn noch größer machen? Aber wir wollen es ja auch nicht gleich wieder übertreiben. So, alles noch schön einsammeln hier. Damit dieses Weizen müsste schneller wachsen. Und ich werde auch mal hier den Baum wegmachen. Vorerst wird es hier Weizenanbaufläche, würde ich sagen. Da kann ja von mir aus hier noch einer hin. So. Der ist auch wieder zu niedrig, der Baum hier drüben, der kommt auch weg. Und ich hoffe, ich rede euch nicht zu leise. Ich habe ja die Musik schon runtergedreht gehabt und allen alles, also ist alles gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man braucht schon eine gewisse Zeit, gewisse Ausstattung, damit hier alles richtig funktioniert. So, naja, das weiß ich schon Bescheid. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass hier immer wieder Tiere, na was denn du, dass hier immer wieder mehr Tiere spawnen, ist nicht schlecht. So ein Gravel, Kiesweg wollten wir ja auch noch machen. Einen Kiesweg, wie viel Kies haben wir denn? Ja, nicht allzu viel, sagt das Bankkonto. So. Ja, wieder so ein kleiner Baum geworden hier. Weg damit. Also so im Dschungel und so finde ich das schon cool, die kleinen Bäume. Aber so hier jetzt finde ich nicht so optimal, ja, also so, wir werden, ist ja eigentlich Musik an, schauen wir mal kurz nach. Musik, tja, ich habe keine Lust. So. Und es wird schon wieder dunkel. Also man hat ja wirklich kaum Zeit hier irgendwas zu machen. Nehmen wir schnell noch das Zeug hier mit. Ich würde sagen, ich finde das Grün hier immer cool. Wir werden dann fix schnell noch eine Schere machen und auf jeden Fall das Zeug sammeln, weil das, ja, so Begrünung, ich stehe drauf, wenn es grün ist. Das werden wir dann auch gleich mitmachen. So. Und das Haus wollten wir auch noch vergrößern. Aber jetzt erstmal ganz schnell noch. Schaffen wir das noch? Andere Seite. Ah, das geht wieder noch von der anderen Seite. Mann. Und zwar... Ich muss mal einen Schaufel raus. So.
So ist schön. Sisa, supi. Hier Essen rein, Eisen mit, Essen raus. So. Samen haben wir auch wieder zwei. Werden wir auch gleich wieder mit anbauen. Bogen haben wir auch wieder bekommen. Schieß ich jetzt nicht so gerne mit, weil wenn man im Normalmodus spielt, dauert es einfach zu lange. Also finde ich jetzt. Also, wir können sie ja dann mal ausprobieren. Vielleicht wird es ja auch noch meine Lieblingswaffe. Kann man ja nie wissen. So, hier Knochenmehl noch fix. Und dann schnell eine Runde pennen. Ja, gute Nacht. Guten Morgen. So, gut geschlafen? Ach, schön. Ja, wir könnten jetzt schnell das Haus vergrößern. Das helle Holz haben wir da noch drin. Aber tja, hier ist halt nicht so sehr viel mit vergrößern, ne? Fangen wir halt mal jetzt an, hier oben ein bisschen rumzuwuseln. Die Bäume können ja ruhig erstmal da bleiben. So. Ich hätte halt dann schon gern sowas wie so eine kleine Terrasse hier. Müssen wir dann halt von unten noch ein bisschen angleichen, ne? Also, dass das dann wieder natürlich aussieht. Wie so ein Atompilz sieht das dann von unten aus so. Ich lasse mir übrigens gern Zeit beim Bauen. Wir müssen ja nicht überstürzen. Hetzt uns ja niemand. So. Aber wir müssten bald noch eins, also ich sag mal ab hier, werden wir auf jeden Fall noch eins in die Breite gehen. Wenn nicht sogar zwei. Wegen der Terrasse. Und dann machen wir hier auch noch eins hin. So. Ja, mich würde es halt noch freuen, wenn ihr euch auch mal mit bisschen engagiert. Ihr könnt ruhig gerne Kommentare schreiben. Und dann war's das mit Erde. Tja. Okay. Fehlen noch dreimal Erde. Ach, wir wollten ja auch noch eine Schere basteln. So. Haben wir die auf jeden Fall schon mal mit. Dann gleich mal noch was essen. So. Und dann werden wir erstmal hier einen kleinen Abriss vornehmen. So. Ja, das können wir eigentlich lassen soweit. Wir müssen noch das hier rausnehmen. So. Genau, hier noch eins. Und dann geben wir auf jeden Fall eins in die Breite hier. Da nehmen wir jetzt erstmal noch das hier, unsere Schere. Und dann. Schön. Und dann gehen wir. Wie sieht es aus mit Holz? Ja. Gehen wir hier noch. Gehen wir mal zwei in der Breite oder gehen wir? Ja, wir machen zwei in der Breite. So.
So soll es werden. Dann müssen wir da jetzt auch noch 1, 2. So. Ja, das war jetzt ein bisschen zu forsch. Kann man ja dann von unten noch angleichen. Und gehen wir hier dann vor. Nur würde ich hier gerne noch 2 freilassen. So, war wieder zu voreilig. Genau. Dann gehen wir hier rüber. So wird es wohl werden. Unser kleines, schönes, wunderschönes, ganz super tolles Haus. Ja, schreibt ruhig mal, wie ich es noch verbessern kann, was ich noch machen soll, wo, wie, was hin soll. Ihr sollt da schließlich nicht nur zugucken, ihr könnt ruhig auch mal was machen. So. So, da haben wir die ganze Maskerade gleich mal zu hier. Zack. Fertig ist der Lack. So. Hier 2 Fenster rein zelebrieren. Hier drüben genauso. Schön. Ist doch toll geworden. Oh. Das very interesting und nicht so gefährlich, wie es aussieht. Mal, jetzt haben wir ja auch wieder Erde, das können wir gleich mal hier unten dran packen. Erstens wegen der Sicherheit und zweitens sollten wir ja so oder so noch von unten angleichen. So. Schön. Gut, so, wo war jetzt das Holz? Das helle Holz hier. So, und da haben wir ja schon wieder fast 20 Minuten rum. Es geht so schnell, man muss sich echt beeilen, man muss sich vorher überlegen, was macht man. Die Zeit geht verdammt rasend schnell rum, wenn man aufnimmt. Oh, und das große Essensbesorgen hat jetzt auch nicht stattgefunden, nur wegen den paar Schnitzeln hier, die wir uns geholt haben. 6 Stück, ja. Da haben wir noch gebratenes Hühnchen und das Inventar sieht schon wieder extrem rübelhaft aus. Also das werden wir dann am Anfang der nächsten Folge auf jeden Fall gleich mal aufräumen. Und hier ist auf jeden Fall zu wenig Platz. Wir brauchen mehr. Schließlich soll ja auch noch ein Geländer hier drumherum. Okay, Freunde. Das war's erstmal wieder. Die Folge auch schon wieder rum. Ich freue mich wieder auf die nächste und finde es toll, dass wir hier eine kleine Verschönerung auch noch vorgenommen haben. So, dann bis dahin alles Gute. Tschüssikowski.